los 13 Nicos de la Sen. Siguiente por Irlanda, Daniel Talbot montando el número 13 Nicos de la Sen. Ja, sehr schwer. War viele Fehler von auch. Ja, an einem Teil hätten sie noch beschleunigen müssen und haben da immer die Kurve zu kurz gemacht. Ja. Ich kann nicht verstehen, warum die Aufnahmen zu blau sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und die hier sind magenta. Ich weiß aber warum. Warum? Weil wir gestern den Weißabgleich in den grünstichigen Raum eingestellt haben. Aber auf dem Display sieht es super aus. Ich weiß, das Bild. Bei Tageslicht ist es halt anders. Wir müssen den hier vor Ort einstellen. In dem Fall verdämmt es halt angekommen. Dann weiß ich das morgen. Wir sagen einfach, hey, dann wissen wir das. Ja. Wir waren, wir. Auf unserem Monitor schaut es ja aus. Ja, also, es sieht sehr gut. Also ich finde, es sieht sexy aus, sehr gut. Was für Magenta, 0%. Sogar auf der Leinwand sieht es normal aus. Was? Echt jetzt? Ich hab's bei ihm jetzt auf dem Rechner gesehen, und allein schon in dem kleinen Menü. Ist es extrem blau? Nein, auch magenta. Das eine ist, also hier. Ja, ist es schlimm ist, oder kann man das noch retten? Man kann es noch retten, aber es ist schon Arbeit. Echt? One time fall for the Irish rider in 53.2.